Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben bei Outlast. Wie ihr seht, bin ich gerade nicht ganz so schockiert. Die letzten 30 Minuten waren nicht so heftig, sondern eher nervig. Deswegen bin ich gerade verhältnismäßig entspannt. Ich gucke mal, wie sich das weiterentwickelt. Man weiß ja nie. Okay, da hinten ist schon irgendeine Kirche. Das hier sieht auch sehr kirchenmäßig aus. Mir juckt die Nase. Perfekt. Ist auch hübsch hier. Alles cool. Hier ist eine Tür. Und hier ist eine Tür. Ich hoffe natürlich, dass ich in Häusern vor niemandem weglaufen muss. Ist aber hübsch hier. Bisschen mittelalterlich. Ist auch cool. So. Das kann kein Schwein lesen. Ah ja, das ist irgendein Hinlegen. Das können wir wahrscheinlich besser in unserer Kamera Find lesen. Lynn. Nothing matters but Lynn. Ja, sei gut, ruhig. Ach so, hier kann ich auch nur ranzoomen im Endeffekt. Ich möchte das nicht lesen, das ist mir zu anstrengend. Das ist so eine komische Schrift. Hallo. Das Menü ist ein bisschen komisch. Aber ich finde es halt echt mega cool, das hier, ne? So. Ich habe zwei Batterien und habe drei Verbände. Ich frage mich nur, habe ich irgendwo eine Lebensanzeige, die ich verpasst habe oder so? Ich wüsste nicht, wozu ich Verbände brauche, wenn ich gar nicht weiß, wann ich im Arsch bin. Das ist eine gute Idee ist. Ja, genau, gehen wir in den Keller. Nee, 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 nee. So, hier, machen wir nochmal zu. Da habe ich jetzt gerade noch keine Lust drauf. Wer ist er hier? Igor. Igor ist das. Der sieht aus wie Igor. Das sind zwei, die Jesus betatschen. Was ist hier los? Hier komme ich nicht rein. Kann ich auch nicht durchschielen. Natürlich ist die Tür zu. Warum soll ich auch weiter in diesen wunderschönen Räumen hier rumlaufen, wenn ich in den nächstbesten Keller gehen kann? Klar. Ich bin gerne in Kellern. Ah, Leco mio. Bisschen dunkel hier, ne? Hätten die auch mal ein paar Kerzen hinbauen können. Ah, man muss ja. Ich habe keine. Nee. Carpe abyssum atum. Atum? Atrum. Also. Gerade finde ich das alles einfach nur ziemlich weird. Willst du hier nichts filmen? Da liegt was, aber ich weiß nicht, ob ich da runter will. Paul, da du Papa Gnosis, ich kann das nicht aussprechen, Ohr hast, bitte ich dich, ihm eine schreckliche Geschichte zu erzählen, an der hoffentlich nichts Wahres ist. Der höchste seiner Diakone, Vel, kam heute noch vor der Sonne zu mir, mit einem Angebot, das er nicht ganz erklärte. Vel benahm sich wie jemand, der etwas Heimliches und Unzüchtiges anbietet. Doch ich kannte Vel und sein Wesen und hatte Angst und lehnte seine Einladung ab. Vel würde sich nicht erklären und sagte mir, es gibt Orte in unserem Herzen, die Papa Knott nicht erreichen kann. Doch schien Well mehr an anderen Teilen meines Körpers interessiert. Ich bat Well, am Abend zurückzukehren, auf dass ich darüber nachdenken kann. Durchsagte ich dies nur, dass Mods Männer starken Willens schicken könne, die heimlich mit anhören, was ich für Lästerung und Verrat meld? Sodass es niederschlagen können. Hoffentlich Papa kann helfen, denn ich habe große Angst. Ich verstehe es nicht.
Also ja, dass hier irgendein Sektenquatsch abgeht, das so weit waren wir schon mal. Aber so ganz ist das noch nicht. Hier liegt schon wieder eine Taschenlampe. Das Spiel trollt uns doch. Wir müssen mit einer bekannten Kamera die ganze Zeit rumlaufen, ja? Und das legt hier überall Taschenlampen hin. Das. Ohne Witz. Ich fühle mich hart verarscht von diesem Spiel. So. Können wir da lang? Da hängt auf jeden Fall ein Schlüssel. Ey, fickt euch ohne Witz. Hier, Igor. Was denn, kommt er jetzt hier lang? Das? Hier ist auf jeden Fall wieder verhältnismäßig schön. Die können auch nicht von mir erwarten, dass ich in so einem kleinen Haus vor Leuten wegrenne. Das funktioniert nicht. In so einer Irrenanstalt, weißt du, da war ja relativ viel Platz, ne? Aber hier, Igor, schon wieder. Meine Fresse. Der hat aber in Masse produzieren lassen mit seinen Selbstporträts hier. Der Wahnsinn. Oh, ist auf jeden Fall ganz nett hier, ne? Blockiert. Spät haben wir es? Kurz nach 10. Alles klar. Oh, ich häng fest. Du kannst dich in einem Schrank verstecken. Heißt das, ich sollte das tun? Duscht da gerade jemand? Igor. Ah, es ist schon wieder so ein Zeug. Wir können uns mal. Das sind auch so tolle Schränke, wo du nicht durchgucken kannst. Dann stehst du 20 Minuten in der Dunkelheit. Awesome. Und weißt nicht, was dich erwartet, wenn du wieder rauskommst. Richtig geil. Hier ist jetzt irgendwie nicht mehr so schön. Ich glaube, da wird irgendwer verhauen. Komm ich auch nicht rein, ne? Oder doch? Er sieht offensichtlich, dass da irgendein Typ steht, der irgendwie ihn verkloppt. Er zuppelt immer noch an den Türen, ey. So ein Heino, ey. Ohne Witz. Warum springt der runter? Ist das Lynn? Oh Gott, Blake. Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh shit. We have to run. Ja, ich würde da gerne rennen. Lynn, where are we going? Away from here. Anywhere but here. Hey, ihr seid ja weit gerannt, Leute. Dir irgendwas eingepflanzt oder was? I have to stop. I just. I need. Oh God. Jesus Christ, Lynn. What's happening here? I thought you were dead. We
It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. I have no grave, but not. Please don't ask me. After all these years. They're coming. After all they're coming. Our faith has been proven. The woman who came to Temple Gate this day from the outside world brought with her the foul person we've been awaiting all this time. She has a child in her belly. What? I performed the examination I don't know. Myself. He's insane. They're all fucking insane. Please, Blake, I just want to get out of here. And she is among us. What the fuck is going on? I can't. Not now. Let's just get away from this place. Kill them. Okay. Soak the earth with their blood. Rip the devil from her belly and crush it beneath your boot heel. Stay back! We'll get you in tough. Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no! God. No! God wants the child. Lynn! God wants the child. Get off me! Get off me! God wants Lynn! Lynn! No, you! No! You, no! You motherfuckers! No! Get, no! Get off me! You leave her alone! Leave her alone! Lynn! Was passiert denn hier? Jetzt kommen Mutantenkuppel dazu, was ist denn hier los? Ich verstehe das alles nicht. Was passiert? Zombies? Ich kapier das nicht. Fuck your god to death. Und die drückt ihm die Augen aus. Blake! Steh doch mal auf, Idiot. Lynn, no! Wait! No, wait! No! 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 Oh! For fuck's sake! Shit! Take her home. I'm gonna share my love with the father. Motherfucker! God doesn't love you. Not like I do. Yes, my love. Oh. We have mother. I think I'll see you again. Was zum Teufel? Was denn mit ihm nicht in Ordnung? Oh shit! Lynn! Oh Gott. Ja, Schnuckelchen, ich befürchte, Lynn ist tot. Was ist denn hier los? Ist der bekifft oder was? Fuck were they? Called them heretics. They called Lynn mother. It's not just the cult. Ich dachte, sie ist tot. It's two sides. Christians and der hat eine funktionierende Taschenlampe. Nimm die doch. Ja, sehr schön. Das wird ja immer toller hier. Ich bin begeistert. Auf jeden Fall hat er eine. Mann. Das ist aber nicht Lynn und das ist auch nicht Lynn. Die haben die wieder mitgenommen, ne? Das ist eh auch nix. Oh, was für ein Dreck, ey. Ohne Witz. Hä? Komm, oh, Batterie. Da liegt auch eine Taschenlampe. Ohne Witz, dieses Spiel ärgert mich. Warum muss ich die ganze Zeit im Wasser laufen? Krieg ich nasse Füße? Dann erkälte ich mich. Super. Ist echt geil hier. Hab mir das anders vorgestellt. Kannst du dich im Wasser verstecken? Dein Ernst? Mit der Kamera? Piss dich.
Ja, ich bleib dann hier erstmal in der Tonne, würde ich sagen. Doch nicht. Okay. Ich sehe nichts. Ich finde das so doof. In irgendwelche Häuser reinlaufen muss und mich da verstecken muss. Und das mit diesem Ton kapiere ich auch noch nicht. Ach, ich weiß nicht. Okay, ist egal. Die Folge ist eh schon wieder viel zu lang. Ja. Bis jetzt ist es mehr Stress als Horror. Ich hoffe, das ändert sich noch, weil das jetzt gerade ist so eine Art von Spiel, die ich gar nicht so geil finde. In Outlast gab es das ja, also im alten Outlast gab es das ja auch schon. Aber ich hatte das Gefühl, dass es dort nicht so häufig war, deswegen... Oh Gott. Ja toll, der friert sich jetzt hier einen ab, ne? Deswegen finde ich das gerade echt ätzend. Ja, mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Story ist bis jetzt eigentlich ganz spannend. Mal gucken. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so bis jetzt von dem Spiel haltet. Bitte, bitte, bitte keine Spoiler. Aber so eure objektive Meinung mal darüber. Also, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dann.